Morgen, hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mir gedacht, dass ich mich einfach mal fertig mache und wir einfach ein bisschen quatschen. Und zwar befinde ich mich am Ende meiner Schwangerschaft und ich dachte, es wäre eigentlich doch mal ganz cool, so ein bisschen lockerlässig darüber zu reflektieren, wie die gesamte Schwangerschaft so war und auch wie vielleicht die einzelnen Phasen für mich waren. Gerade weil ich jetzt auch weiß, wie unterschiedlich Schwangerschaft sein kann. Aber ich fand es immer sehr, sehr hilfreich, Videos zu sehen und ja, da zu beobachten, dass es jemandem so gehen kann und jemandem so gehen kann und dass all das okay und normal ist. Übrigens probiere ich gerade eine neue Sonnenpflege mit mineralischem Filter und die ist eigentlich getönt, aber die macht mich, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, super hell und ja, fühlt sich auch so ein bisschen pappig irgendwie auf der Haut an. Also nicht besonders ideal, deswegen muss ich jetzt mal gucken, ob die Foundation überhaupt matcht. Ich werde jetzt nicht großartig was zum Make-up sagen, sondern mich einfach ganz normal fertig machen für den Tag, aber ich werde euch in der Infobox alles verlinken, auch Pinsel und so weiter. Vielleicht erstmal so ein insgesamtes allgemeines Gefühl von der Schwangerschaft. Also gestern hatte ich erst einen Frauenarzttermin, beziehungsweise war ich bei meiner Frauenärztin und da hatten wir irgendwie gesprochen und ja, das alles gut und normal und so weiter und sie hatte jetzt auch keinen Ultraschall oder so geplant und am Ende meinte ich, das ist aber schon normal, dass das hier zieht und ich ziemlich doll auf Toilette muss und so weiter und so fort. Und dann meinte sie, was? Nee, okay, also doch normal, aber neue Info. Das wäre jetzt nochmal interessant, drüber zu sprechen. Und dann meinte ich so, ja, dass ich halt, das sind halt so Dinge, wenn man das erste Mal zumindest schwanger ist, gibt es so viele Dinge, wo man sich denkt, frage ich da jetzt nochmal nach? Ist das erwähnenswert oder nicht? Aber im Endeffekt habe ich jetzt gelernt über die Schwangerschaft, frag lieber einfach einmal mehr, weil, also du kannst es ja nicht besser wissen. Und meine Frauenärztin war am Anfang, hat sie mir einen Vortrag darüber gehalten, dass ich nichts googeln soll und mich nicht darauf verlassen soll, was in irgendwelchen Foren steht oder ja auf irgendwelchen Websites, was ich auch nicht getan habe. Ich glaube, das war so eine allgemeine passionierte Rede von ihr, dass sie meinte, dass eben sehr, sehr viele Frauen heutzutage sehr, sehr viel einfach versuchen, selber so rauszufinden. Und dementsprechend habe ich halt damit aufgehört und schreibe mir mit Pablo zusammen immer alles auf, was uns so auffällt und das besprechen wir dann mit ihr oder mit der Hebamme. So ging es mir dann gestern auch, weil ich so dachte, naja, also dass ich jetzt öfter auf Toilette muss, das hat man ja vielleicht schon mal gehört. Und dann meinte sie aber so, okay, wir gucken jetzt doch mal. Und dann hat sie mich untersucht und ich meinte nämlich zu ihr, dass so seit vielleicht 4 Tagen oder so ich so ein anderes Gefühl hatte mit dem Baby. Ich bin nämlich eines Nachts aufgewacht und hatte das Gefühl, dass meine, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass meine Matratze so nach unten gesunken ist, als würde das Kind plötzlich, keine Ahnung, irgendwie 20 Kilo mehr wiegen. Und ich bin davon halt auch aufgewacht und das hat sich irgendwie plötzlich ganz anders angefühlt. Und auch die Bewegungen haben sich anders angefühlt und ich habe ja quasi über dem Schambein, würde ich sagen, so einen extremen Druck und ich muss wirklich gefühlt alle 3 Sekunden auf die Toilette. Und das habe ich dann am Ende quasi nochmal gesagt und meinte so, ja, das ist ja normal, oder? Und sie so, ja, aber das ist auf jeden Fall gut, dass sie es mir sagen. Wir gucken mal kurz. Und dann hat sie es nochmal untersucht und meinte, oh, wow, wie cool. Das Baby hat sich gedreht. Und sie haben das quasi festgestellt. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und worauf ich nämlich hinaus wollte, so dieses insgesamte Gefühl der Schwangerschaft, ich habe das Gefühl, und ich habe das auch schon mal zu euch gesagt, ich war noch nie so
in Tune, eins mit mir und meinem Körper und meiner Seele und meiner Intuition und meinem Gefühl. Also das ist wirklich unglaublich, weil ich bin quasi davon aufgewacht, dass das Baby wahrscheinlich sich von alleine gedreht hat. Und das ist ja nun mal ein großer Weg. Und vor allem ist es ja dann auch jetzt höchstwahrscheinlich so, dass das sich jetzt nicht nochmal dreht. Und dementsprechend fand ich das so faszinierend. Und sie meinte eben, dadurch, dass sich das Baby gedreht hat, ist jetzt quasi der Kopf genau an der Blase und dementsprechend drückt es erstens generell, weil ich meinte, ich kann viel weniger laufen und alles tut irgendwie so ein bisschen, nicht tut weh, aber ist so unangenehm und drückt halt krass. Und ich muss auf Toilette und dann meinte sie, ja, das liegt halt daran, dass da jetzt der schwere Kopf ist und quasi mit dem ganzen Körper so drauf drückt. Und das ist mega die tolle Nachricht gewesen, weil beim letzten Mal meinte sie nämlich so, bis jetzt lag das Baby irgendwie jedes Mal in der gleichen Position, hatte sich nicht gedreht und dass es sich jetzt gedreht hatte, war einfach so voll das Erfolgserlebnis, weil sie beim letzten Mal schon so angedroht hatte quasi, dass wenn sich das Kind nicht dreht, es sein kann, dass sie versuchen, das händisch umzudrehen. Und sicherlich ist auch, überlebt man das und ist es auch in manchen Fällen einfach total nötig. Aber ich habe es mir natürlich nicht unbedingt gewünscht und habe mir das jetzt auch nicht so dolle vorgestellt. Und ich war einfach überglücklich, dass ich das irgendwie gefühlt habe und dass es das irgendwie war. Ich habe es sogar so ein bisschen gespürt, aber dachte mir, woher sollst denn du das wissen? Aber dass es halt wirklich so ist, das fand ich echt krass. Ich finde das so wichtig und wertvoll, eins mit seinem Körper zu sein. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte da vorher ein großes Problem mit. Alleine sowas wie, woher kann man selber quasi wissen, welche Lebensmittel man verträgt oder was auch immer, ne? Irgendwie, wie man auf bestimmte Pollen reagiert oder eben nicht reagiert. Lebensmittel, was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Wirklich, also ab Tag 1 hatte ich das Gefühl, ich spüre meinen Körper, wie ich ihn noch nie vorher gespürt habe. Und das finde ich so krass, weil ich habe ja auch extra immer mitgefilmt für euch und so ein bisschen Updates gegeben für dieses erste Trimester-Video, zweite Trimester-Video, dritte Trimester-Video, um gerade auch für die, die gerade schwanger sind oder schwanger werden wollen, so ein bisschen zu zeigen, wie es einem gehen kann und wie unterschiedlich das ist. Und da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich so gefühlt, das hat auch eine Freundin zu mir gesagt, in dem Moment, in dem es quasi passiert ist, sie das Gefühl hatte, ich glaube, es hat geklappt und ich bin schwanger. Und irgendwie habe ich das in dem Moment jetzt nicht gewusst, aber ich habe irgendwie so ein positives Gefühl gehabt. Und dann wiederum war es dann wirklich so, ich musste ja, also das habe ich ja auch gesagt, man muss ja gefühlt eine Ewigkeit warten, bis man diesen Schwangerschaftstest machen kann. Und als ich das dann machen konnte, habe ich einfach, also die Tage vorher schon, würde ich sagen, auf jeden Fall gespürt, dass ich mich nicht wie ich selber fühle. Also ich habe mich wirklich nicht gefühlt wie Jasmin. Ich hatte euch ja da auch erzählt gehabt, dass ich irgendwie, mir ist schlecht, mir ist schwindelig, ich kriege irgendwie komisch Luft. Und das ist jetzt nicht so, als hätte ich das vorher gewusst, dass das tatsächlich auch schon in diesen frühen Tagen, dass das Symptome sein könnten davon. Das wusste ich nämlich gar nicht. Also das war jetzt nicht so ein Placebo oder so oder so ein Phantomgefühl, sondern das war halt wirklich so. Und dementsprechend konnte ich mir das überhaupt nicht erklären, was es sonst sein soll. Und dann in dem Moment, in dem ich den Test gemacht habe und das Ergebnis hatte, war ich zwar trotzdem irgendwie schockiert, weil das halt krass einfach ist, wenn es wirklich schwarz auf weiß dasteht, aber eigentlich auch nicht super verwundert, sondern irgendwie war es so eine Bestätigung von diesem innersten Gefühl. Und das finde ich einfach so krass,
weil das für mich so, so neu war. Und ich hoffe wirklich, dass ich das auch ja, beibehalten kann, weil ich das einfach super wertvoll finde und ich sowieso der Meinung bin, dass wir viel zu wenig, also ich kann natürlich immer nur für mich sprechen, aber dass man so viel zu wenig eins mit seinem Körper ist und so auf sich und seine individuellen Bedürfnisse hört oder auch, was der Körper einem sagen möchte, ne? Also irgendwie gerade auch so psychosomatisch und so, dass es so viele Sachen gibt, wo ich denke, Mensch, könnte man nur besser auf seinen Körper hören, würde man vielleicht auch die ein oder andere Sache selber bemerken und müsste dann nicht so rückwärts arbeiten, sondern könnte viel mehr vorbeugen. Und natürlich die gesamte Schwangerschaft über bin ich einfach sehr dankbar. Ich glaube, alles, was über die Schwangerschaft passiert ist, oder sehr vieles, ist wirklich sehr normal gewesen und dementsprechend bin ich darüber unglaublich dankbar. Überhaupt alleine der Fakt, ne? Also ich konnte ja anfangs überhaupt nicht glauben, dass ich wirklich schwanger bin und habe ja auch sofort noch einen zweiten Test gemacht, auch wenn ich es gespürt habe. Aber ich meine, das hat man auch schon von anderen Frauen gehört. Das konnte ich irgendwie einfach erstmal gar nicht glauben. Und dieses Gefühl von diesem, ich kann es nicht glauben, das ist ehrlich gesagt bis jetzt immer noch da. Und das, obwohl die Kugel mittlerweile riesengroß ist und auf jeden Fall da ist. Und das wahrscheinlich jeder kapiert hat, nur ich nicht. Obwohl meine Eltern letztens auch meinten, sie können das irgendwie alles noch nicht so richtig glauben. Ich bin übrigens das erste Kind, das ein Baby bekommt. Also sie werden das erste Mal Großeltern. Aber ja, also ich kann das halt nach wie vor irgendwie nicht so richtig glauben, dass das wirklich erstens geklappt hat und dass es wirklich passiert. Und man durchlebt ja auch so diese Phasen, ne, irgendwie diese ersten 12 Wochen, wo man sich irgendwie noch sehr, sehr unsicher ist und genau überlegt, wem man das erzählt, dann irgendwie, ja, nicht dann eventuell was anderes noch erzählen zu müssen und ja, dann auch weiter. Also ich finde auch über die 12 Wochen hinaus ist bei mir nie so weggegangen, dieses, sind wir jetzt sicher, bleibt es jetzt dabei, ist alles gesund, kann da noch was passieren? Ich meine, es gibt sowieso nie eine 0%ige Chance, ne? Aber dann auch so dieses, gehen wir zur Feindiagnostik oder nicht? Und was bringt das? Wie hoch sind die Chancen? Wofür? Und ich meine, wir leben halt in einem Zeitalter von Internet, wo einem sonst was angezeigt wird an Nachrichten und dramatischen Ereignissen, was irgendwie Geburten oder eben keine Geburten angeht und so, dass ich auch versucht habe, da nicht auf die Videos zu klicken, auch wenn ich das am liebsten gemacht hätte, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Ich bin da ja voll der Mensch, der sich dann da auch so schön reinsteigern kann. Aber ja, ich habe da einfach versucht, mich so ein bisschen davon fernzuhalten. Das hat, glaube ich, auch ganz gut getan. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht möchte, dass man jetzt nur hört, ach ja, alles ist so toll und ich bin so dankbar, sondern das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich bin ich unglaublich dankbar. Dennoch möchte ich da auch ehrlich sein, deswegen habe ich auch diese Updates gedreht für diese Videos, erstes Trimester, zweites Trimester und so, um zu zeigen, worauf man sich vielleicht einstellen kann oder was passieren kann und dass man sich da nicht komisch fühlt. Darum geht es eher, nicht darum zu sagen, ach, das ist ja voll blöd und ich fühle mich so und so und ich beschwere mich oder so. Um Gottes Willen. Aber ich finde, das muss auch irgendwie ein bisschen normalisiert werden, dass man halt über sowas auch reden kann. Und es ist nun mal einfach so, dass das erste Trimester bei den meisten Schwangeren ja mit das Schwierigste sein kann. Zumindest einen starken Kontrast meistens bildet zum zweiten Trimester. Und bei mir war das so, das erste Trimester war halt wirklich geprägt von, also viele sind zum Beispiel sehr, sehr müde. Ich war gar nicht müde, also ich habe jetzt nicht viel geschlafen oder mehr geschlafen als sonst. Ich war einfach generell schwach. Also ich konnte einfach per se nicht so viel machen, wie ich machen wollte. Mir war aber auch einfach die ganze Zeit so
übel. Und mir ist eigentlich selten übel, deswegen kannte ich dieses Gefühl nicht, weil das war nicht so ein ich muss mich übergeben Gefühl, sondern wirklich eher so wie so ein mulmiges Gefühl, als würde man etwas nicht vertragen. Und das aber bei mir zumindest den ganzen Tag über. Also ich hatte nicht diese Morgenübelkeit, sondern wirklich den ganzen Tag über so ein anhaltendes Unwohlsein, weswegen ich auch in dieser ersten Zeit ziemlich abgenommen habe und nicht so viel essen konnte. Und da habe ich ja dann so ein paar Sachen gefunden. Da gibt es ja auch Videos zu meinen Schwangerschafts-Essentials, die mir dann sehr geholfen haben. Ja, das ist natürlich nicht cool, ne? Weil man gerade am Anfang denkt, um Gottes Willen, ich will mein Kind versorgen und warum kann ich nichts essen, warum geht es mir so? Aber das geht halt sehr, sehr vielen Leuten so. Zumal es ja auch sehr viele Frauen gibt, die sich dann tatsächlich auch übergeben. Und auch da möchte ich irgendwie daran appellieren, dass ihr dann nicht Panik bekommt oder denkt, um Gottes Willen, jetzt wird das Ganze quasi wieder ausgeschieden über euch, jetzt wird das Kind nicht richtig versorgt. Nee, also der Körper arbeitet schon so, wie er das tun soll. Und natürlich arbeitet er sowieso auch in enger Zusammenarbeit quasi mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt oder auch einer Hebamme, die euch da ja an die Hand nehmen und euch da helfen. Tatsächlich habe ich mir dann auch in der Zeit quasi Urlaub genommen und war wirklich zwischen Weihnachten und also bis ins neue Jahr rein quasi nicht am Arbeiten, gar nicht. Und das war für mich so komisch und ja, hat sich irgendwie erstmal total komisch angefühlt, aber ich habe gemerkt, und ich komme hier gerade nicht in den Innenwinkel, so jetzt, dass ich das einfach gebraucht habe und dass ich das, also ich hätte gar nicht richtig arbeiten können in der Zeit einfach, weil ich nicht da war, körperlich, psychisch. Und dann habe ich wirklich so hingefiebert auf diese 12. beziehungsweise 13. Woche und dachte so, bald geht's mir besser. In meinem Fall war es tatsächlich nicht so, dass dann quasi die 12 Wochen vorbei waren und plötzlich ging es mir wie vorher oder viel besser. Also das ist dann auch so ein bisschen utopisch, dass das bei jeder Person so ist. Bei mir war es auf jeden Fall nicht so, es hat ein bisschen gedauert, aber dann schon relativ schnell habe ich gemerkt, okay, diese Übelkeit, dieses Mulmige nimmt ab und ich kann wieder mehr essen. Ich habe tatsächlich auch richtig Appetit. Nach wie vor viel auf frische Sachen, bei mir weniger auf frittierte Sachen. Das ist ja, glaube ich, auch bei jeder Schwangeren anders. Aber ja, das war so mein Gefühl. Und was dann aber kam, war ein Motivations- und Energieschub, wie ich ihn selten hatte. Also das war wirklich krass. Wahrscheinlich auch gerade im Kontrast. Das hat so gut getan, wieder so diese Energie zu spüren und das Gefühl zu haben, jetzt kann ich richtig wieder durchstarten. Ich fühle mich gut und da habe ich auch dann ein bisschen zugelegt und das war einfach toll, das Gefühl so, okay, es ist die nächste Phase und dann habe ich auch angefangen, richtig viel zu recherchieren, was das die Babyausstattung und so angeht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben hier relativ lange auch damit gewartet, das öffentlich zu machen. Und ich bin so froh, dass wir das gemacht haben, weil ich einfach das ja irgendwie genießen wollte. Wir wollten das irgendwie auch noch für uns haben. Und ja, man muss natürlich auch bedenken, dass ich eine öffentliche Person bin. Aber ich habe dann auch letztendlich von vielen von euch gehört, dass es euch ähnlich ging, einfach im Bekannten- und Freundeskreis oder innerhalb der Familie sogar, dass ihr auch gesagt habt, hey, ich wünschte, ich hätte länger gewartet oder ich habe auch länger gewartet aus ähnlichen oder denselben Gründen. Weil nämlich natürlich die Neugier sehr, sehr groß ist. Das kenne ich ja von mir selber auch. Die Neugier ist da einfach total da und man möchte alles wissen. Aber als Schwangere möchte man halt nicht sofort oder überhaupt vielleicht alles teilen. Auf jeden Fall hat nicht
jede Person das Bedürfnis zu sagen, wann ist es genau soweit, was wird es, die und die Tipps zu bekommen. Und ja, das passiert halt, wie gesagt, scheinbar auch so im Freundes- und Familienkreis, aber natürlich nochmal exponentiell viel, viel krasser, wenn man ja öffentlich auf Social Media unterwegs ist. Und ich bin so dankbar, wirklich so dankbar, dass wir uns so austauschen. Viele von uns sind im selben Boot und es ist total schön, das mit euch zusammen zu genießen. Aber es gibt einfach dann ja, Tage, an denen wirklich hunderte Nachrichten kamen oder immer noch kommen mit Fragen oder Tipps. Und es ist manchmal einfach ein bisschen überwältigend, wenn man nicht danach gefragt hat, beziehungsweise wenn man die Nachricht einfach noch nicht geteilt hat, ne? Also angefangen mit, wann ist es genau soweit? Wann ist dein Entbindungstermin? Was wird es? Oder nicht mal, was wird es, sondern es wird ein Junge, es wird ein Mädchen. Der Bauch sieht zu klein aus, zu groß aus, zu hoch aus, zu tief aus. Und so weiter und so fort. Und ich hatte das dann sogar schon bei Bekannten, dass quasi dann, als mal gesagt wurde, Entbindungstermin ist dann und dann, dass die Leute dann in diesen letzten Wochen jeden Tag gefragt haben, ist es schon da? Ist es schon da? Ist es schon da? Es gibt sogar Extremfälle, wo dann die Leute in den Babygalerien gucken oder, keine Ahnung, im Krankenhaus nachfragen und so. Das ist natürlich dann auch nochmal ein extremer, seltener Einzelfall, aber nur um das mal so ein bisschen von der Perspektive auch zu zeigen, war das einfach für mich oder für uns die beste Entscheidung zu sagen, wir warten damit einfach noch eine Weile, weil ich mich dem halt nicht so aussetzen wollte, gerade in dieser ersten Zeit, wo es mir auch ja mental und körperlich auch noch nicht so mega gut ging. Aber ich muss auch echt sagen, ich bin ja eine eher zierliche Person und dementsprechend, also ich weiß nicht, ob man das so begründen kann, aber war der Bauch schon relativ schnell sichtbar und den dann zu verstecken, weil wir es eben noch nicht gesagt haben, wurde super schwierig, zumal ich ja auch Weekly Vlogs gedreht habe und da jede Woche das quasi rauszuschneiden oder darauf zu achten, irgendwie, dass es nicht zu sehen ist, das war irgendwann ja einfach so ein bisschen einschränkend und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, bis zu dem Punkt und nicht weiter. Ich möchte, dass ich das mit Absicht quasi, also bewusst zurückhalte, aber nicht, wenn ich irgendwie davon Stress habe. Und genau, dann haben wir das geteilt und das war auch wirklich so ein befreiendes, schönes Gefühl und auch einfach total überwältigend, eure Nachrichten zu lesen, eure Sprachnachrichten zu hören oder teilweise sogar Videos, zu sehen, wie emotional ihr seid, wie ihr euch für uns freut. Das war einfach wirklich kaum in Worte zu fassen. Es war einfach unglaublich emotional und ja, einfach auch schön. Und dann auch quasi bewusst zu sagen, Leute, das teile ich nicht. Oder wenn ich eine Frage habe, dann frage ich ansonsten, vielleicht nicht so viele Tipps, ich frage dann schon so nach dem Motto. Und ja, damit bin ich bis jetzt eigentlich wirklich sehr, sehr gut gefahren und die meisten haben sich da auch voll dran gehalten. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe wirklich so tolle Tipps bekommen für Produkte, wo ihr gesagt habt, hey, das brauchst du nicht probieren, das funktioniert nicht oder hey, das funktioniert auf jeden Fall mega gut, probier das kann ich dir empfehlen oder ich hatte das gleiche Problem. Sich da auch einfach auszutauschen, das ist einfach so, so toll. Und natürlich auch, wenn man bedenkt, was für einen Weg ich gegangen bin, da auch einfach mit euch zu teilen, dass es möglich ist. Übrigens, weil ganz viele fragen, hey, wie hast du das geschafft, mit PCOS tatsächlich dann schwanger zu werden? Was genau war es jetzt? Schaut euch einfach wirklich das PCOS, vielleicht auch das erste Video nochmal an, das zweite Video an, wo ich auch wirklich darauf eingehe, was für verschiedene Typen es gibt und dass es dementsprechend verschiedene Ursachen gibt, verschiedene Herangehensweisen und was meine Herangehensweise war und dass das halt wirklich ein Weg von 2 Jahren war und eben auch nicht nur eine Sache, die dann dahin geführt hat, sondern letztendlich
denke ich, verschiedene Faktoren. Und das quasi so, ich habe eins nach dem anderen gemacht und alles hat mir irgendwie dann auch geholfen. Dieser Umzug, diese Entspannung im Alltag, diese Life-Work-Balance, meinen Darm zu sanieren, auf meine Vitamine und Mineralstoffe zu schauen und das zu optimieren. Und letztendlich mich auch um meine Psyche generell zu kümmern. Und dann am Ende auch in meinem Fall diesen krassen Progesteronmangel, den ich ja hatte und vielleicht auch wieder habe, man weiß es nicht, zu behandeln mit einer Creme, aber die eben nicht diese Nebenwirkung hatte, wie sie andere Produkte hatten, war für mich halt letztendlich insgesamt, also so ein Gesamtding, was irgendwie dazu geführt hat. Und das... deswegen kann ich gar nicht sagen, mach das und dann wirst du schwanger, sondern jeder hat irgendwie so seinen Weg, denke ich. Dementsprechend glaube ich einfach, dass es so viele Wege geben kann, dass es so viele Wege gibt und dass auch jede Schwangerschaft irgendwie anders ist. Aber ich habe euch quasi von der ersten Phase erzählt, in der zweiten Phase, wo es dann wirklich, wo ich mich so wohl gefühlt habe, wo man den Bauch dann auch richtig gesehen hat, wo ich das dann auch teilweise zelebriert habe und habe ihn dann jeden Morgen eingeölt und auch mal was Enges angezogen, je nachdem, wie mir auch danach war. Ne? An manchen Tagen wollte ich nichts an meinem Bauch haben, einfach nur was Weites, wo der auch so doll gewachsen ist dann teilweise. Und einfach auch irgendwie mich auf die Frauenarzttermine gefreut. Darauf habe ich mich noch nie in meinem Leben gefreut. Das Baby zu sehen und zu hören und das war einfach eine tolle zweite Phase, in der ich auch eben wieder Motivation und Energie hatte und viel geplant habe, wie geht's dann weiter. Und da einfach mir Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, für mich, für mein Baby und ja, jetzt in der dritten Phase, im dritten Trimester, ist es natürlich körperlich nochmal eine andere Sache, ne? Weil der Bauch jetzt nicht einfach nur so ein bisschen da ist, sondern wirklich auch schwer wird und das sich auch verschieden auswirken kann. Ich hatte dann teilweise Rippenschmerzen, ich habe dann einen Ausschlag bekommen. Meine Knie haben teilweise wehgetan oder der Bauch wurde schwer, hat halt, wie ich jetzt meinte, drückt das jetzt so sehr auf die Blase und überhaupt nach unten einfach und schlafen fällt teilweise schwer. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass ich so merke, dass wenn das Baby einfach tritt oder sich bewegt oder gerade aktiv ist, dass ich davon tatsächlich auch aufwache oder gar nicht erst einschlafen kann oder ich eher so unruhig bin. Natürlich bereitet sich auch der Körper und die Seele jetzt so auf die Geburt vor und bereitet einen schon mal drauf vor, wie das ist, wenn man dann nicht mehr so viel schläft. Und das ist auf jeden Fall jetzt total da. Und ich merke auch, also Kurzzeitgedächtnis ist zum Beispiel gone with the wind. Ich merke einfach, dass ich nicht mehr so viel machen kann. Also ich habe einfach die Kapazität nicht mehr. Körperlich bin ich nicht mehr so schnell. Also Pablo rennt auch immer nach vorne und ich sage, hallo, warte, ich bin nicht so schnell. Aber auch so, ne, dass ich einfach, dass mein Körper das einfach nicht mehr stemmen kann, von morgens bis abends aktiv da zu sein und voll 100% zu geben. Und dass das aber auch okay ist. Und jetzt bereite ich mich quasi drauf vor. Ich habe relativ lange gewartet mit den ganzen Anschaffungen. Ich muss auch sagen, ich war echt überwältigt und super, super dankbar, als ich dann das verkündet habe, dass ich schwanger bin, dass so viele große Marken, aber auch ganz viele von euch mit so super kleinen Shops auf mich zugekommen sind und ich gar nicht wusste, wohin mit mir. Und das fand ich so, so süß und da bin ich auch ganz, ganz dankbar. Aber ich habe quasi sehr, sehr lange gewartet mit diesen ganzen Anschaffungen, wollte mich erstmal um mich und das Baby kümmern und da voll da sein, um mich dann jetzt in der letzten Phase, wo ich mich eh beruflich so ein bisschen zurückziehe, darauf konzentrieren zu können und bin jetzt quasi dabei. Und natürlich auch auf die Geburt. Wir hatten dann einen Geburtsvorbereitungskurs, der leider bedingt der Situation sehr
kurz und knapp war und den ich mir auf jeden Fall ein bisschen intensiver gewünscht hätte. Aber dennoch habe ich da sehr, sehr viel gelernt und bin auch noch mal ein bisschen ruhiger geworden. Und dann meinte ich ja gerade, dass ich mir dann Gedanken gemacht habe, wie es quasi weitergeht. Wie das mit Baby sein könnte und wie ich das möchte und wo ich meinen Fokus drauf lege. Und das habt ihr euch ja bestimmt auch schon gedacht, aber ich werde jetzt nicht ganz normal weiterarbeiten, sondern ich habe schon vor einer ganzen Weile angefangen, die Stunden runterzuschrauben und dann ja auch beschlossen, quasi mit den Weekly Vlogs erstmal eine Pause einzulegen und da einfach auch so ein bisschen die Geschwindigkeit rauszunehmen, mich und meinen Alltag so ein bisschen zu entschleunigen. Und natürlich wird es wahrscheinlich auch eine Phase geben, wo es jetzt erstmal keine Videos mehr gibt. Und da wäre ich wirklich unglaublich froh und dankbar, wenn ihr einfach, wenn ich wieder da bin, auch noch da seid und wir uns dann wiedersehen mit mir als aktive Mami und es auf meinem Kanal dann weitergeht. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe gesagt, mein Plan ist es und ich denke mir so, ein Plan ist nicht alles. Ich weiß nicht, wie es sein wird als Mama, aber mein Plan war es, dass ich mich wirklich auch auf das Mama-Sein, diese erste Zeit, das erste Kennenlernen konzentriere, dass ich mein Baby kennenlerne, dass ich diese Zeit zu dritt einfach auch wirklich wie in einem kleinen Kokon genieße und ich wirklich ganz aktiv versuchen möchte, mir nicht den Druck zu machen, direkt aus dem Krankenhaus wieder Stories machen zu müssen, Videos drehen zu müssen. Wenn mir danach ist, why not, ne? Dann warum nicht? Dann kann ich das machen. Erstmal, dass ich mich erhole von diesem Abenteuer auch, ne? Das ist ja, wird unglaublich werden und auch die ersten paar Wochen und Monate, wo man ja eigentlich noch sagt, das ist das vierte Trimester, das Kind muss quasi noch genauso behandelt werden, als wäre es noch im Bäuchlein drin. Da will ich mich einfach auf zu 100% drauf fokussieren und dementsprechend, ja, wird das hier jetzt erstmal eine Pause geben. Ihr seht, ich habe so viel zu bequatschen und das ist einfach toll, mich mal mit euch hinzusetzen, so als wärt ihr gerade hier. Würde mir gegenüber sitzen und wir würden uns zusammen fertig machen und ich quatsch einfach so ein bisschen mit euch. Danke auf jeden Fall für eure Unterstützung, für eure lieben Worte, für eure Empfehlung, für eure Tipps, für alles, für eure Treue. Folgt mir auf jeden Fall bei Instagram, denn ich bin mir relativ sicher, dass das ein bisschen schneller vielleicht noch geht, als hier wieder aktiv zu sein und Videos zu produzieren. Da wird es bestimmt ein erstes Lebenszeichen von uns geben. Also, bis dann. Ciao.